Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir wurden letztens hier unterbrochen, weil meine Festplatte voll war. Aber jetzt geht's ja weiter. Wir müssen jetzt den Weg hier runterfinden zum Barry. Zur Anderson Farm müssen wir jetzt. Dann gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Okay. Können wir hier irgendwas finden, mitnehmen? Autsch. Aber schlüpfen wir ein bisschen hier hoch. Schon mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Das ist aber doch kurios, ja. Es bleibt nur noch hier hängen. Was soll denn das? Wir müssen jetzt hier ein bisschen ausweichen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schatten krochen über das Tor. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Muss ich hier hoch, oder was? Ja, wir müssen hier hoch. Nehmen wir mal mit. Einschalten! Los geht's! Na toll. Hallo? Muss ich erst mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Gibt's hier eine Taschenlampe oder sowas? Muss ich das Ding etwa drehen, hä? Warte mal. Okay. Technik, die begeistert, liebe Freunde. Ah, okay. Hier haben wir. Vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Ja, das ist leider so. Wir folgen mal dem Weg hier. Was soll denn das? Was soll denn das? Noch nicht mal zu Ende machen. Komm schon.
Meine Güte, ich will das doch bloß anmachen, du Wichser. Na, sag mal, ach, da läuft. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja. Ja, alle auf ihn. Oh, was seid denn ihr für Handys? Ey, das war das Licht. Oh, Alter, meine Güte. Da lasst gleich den vor mir bewegte sich etwas. Sich Teil da aus, ey. Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Meine Güte, dass das sich nicht auskäst, meine Güte, ey. Ja, ja, ich bin auch leider ein Omega-Fanclub. Ich muss ein bisschen ausweichen und zack, los, renne. Ja, ich bin ausgewichen, aber egal. Ja, genau, und das gleiche Spiel wieder. Na komm. Angst, hä? Oh mein Gott, ey. Oh, das war jetzt eine Geburt. Ey, was ist denn das? Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Okay, Barry. Oh, ich glaube nicht, dass es Barry war. Komm mit, halt mal gedrückt hier, nehmen wir mit. Genau, nehmen wir Batterien mit. Haben wir auch eine Waffe, die wir noch mitnehmen können. Dann nimm doch mal den Baumstamm mit, dann können wir die wenigstens damit erschlagen. Mit dem Baumstamm zusammen, Mensch. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Okay. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Damit sie auch überall Bären fallen hier. Aber jetzt eins, zwei. Kommt mal, jemand hatte eine Waffe dagelassen. Es war meine Chance, die Farm zu erreichen. Jetzt geht's los, ja. Oh nein, das. Da hab ich natürlich nicht gesehen, ne? Dass ich voll in so eine Falle reingelatscht bin. Muss man aufpassen. Ah, jetzt kommt sie wieder her. Du mal nach. Komm her! Bam! Hallo!
Jawohl, du. Aufpassen, ja. Überall die Bären fallen, liebe Freunde. Was ist denn, hä? Sei du weg? Oh, das tut mir aber leid, Mensch. Steht denn jetzt? Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Okay. Sehr seltsam. Hallo? Ist hier jemand? Barry! Nicht! Danny! Du willst nicht! Bitte! Was? Was? Was machst du? Was? Nicht! Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Okay. Ich muss erstmal alles durchsuchen. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Okay, das wirst du machen. Na, dann gucken wir mal. Okay. Nutztiere sind keine Haustiere. Es tut mir leid. Lassen Sie mich raten. Danny, hä? Das war mal Danny. So wie das aussah, war das mal. Die Tür war verschlossen. Ich muss hier raus, hä? Das kaputte Fenster war mein Ausgang. Ja, wir gehen schon. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Na, dann gucken wir mal. Und das war jetzt.
jetzt eine Alpha-Wand oder wie denn? Okay, ich hoffe, ich fahre richtig. Komm her, dich vor schon immer noch. Oh, das sieht man aber jetzt. Nee, fahren können wir jetzt nicht mehr weiter, Kumpel. Das war jetzt krass, hä? Laden wir immer noch mal nach. Liegt hier noch was drin? Nee. Ich hätte auch lang fahren können. Auch spielen als Erdradl. Naja, machen wir es halt. Muss ich jetzt hier rein? Aber wir gehen erstmal hier gucken, ob hier noch was drin liegt. Was hier angezeigt wird, hier drinnen. Ja, eine Kiste haben wir hier, eine Kiste. Ah, die brauchen wir immer. Noch ein Manuskript hier mit zum Limm? Nö. Aber nicht. Ah, vergiss es, Kumpel. Weg da. Mann, die sind ja echt nervig. Die können ja in auf den Sack gehen. Was ist das hier? Feuerwehr? Feuerwerk, okay. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Hammer. Lauf! Sie kommen! Es sind zu viele von ihnen! Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfangen und dir helfen! Yeah.
allen Dingen. Geht's Rock'n'Roll los, Menschen? Sind wir hier auf dem Konzert oder was? Nimm mal mit, Munition. Das macht Spaß! Dann auch noch geile Musik dazu! Kumpel, Alter. What the fuck, Alter, wie wir sind denn das? Oh. Lass mich mal schießen, du Penner, Alter. Geh doch mal weg! What? Okay. Okay. Wo ist... Ach, Barry, wartet. Ich muss Batterien noch mitnehmen, Barry. Alles gut. Vielen Dank. Ordentlich viele... Machen wir alles? Das war der Hammer! Wow, Barry. Rock Falls, Amerikas Rock'n'Roll Hauptstadt. Hey Al, hier geht's zur Farm. Ja. Ja, ich bin doch schon. Moment mal. Hier hinten hab ich schon mein Manuskript vergessen. Ich hab's doch gerade gesehen. Immer das Skript haben wir hier hinten. Das nehmen wir noch mit. Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Jo. Ich hab keinen Bock drauf.
gewittert. Was ist denn das? Oh, krass, dass ich das Manuskript noch... Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Ja. Genau. Muss ich jetzt extra, wollte ich gerade sagen, etwa das Papp-Ding hier mitnehmen oder wie denn? Ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Es macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Die Binde. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. So, jetzt hammergeil. Wow, sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Hammer. Sieh dir das ganze Zeug an. Die waren gut im Geschäft. Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Wow, Night Springs. Da werden Erinnerungen wahr. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? Was? Einer von unseren Folgen? Kann gar nicht sein. Der Traum der Träume. Nein, ist von jemand anderem. Wir begleiten Mr. Jones, der das endlose Traum. Ich wollte kurz sagen. Bis er aufgehalten wird von etwas zu alltäglichem. Ganz viel Batterien im Moment. Hey, Jones, ja. Genau, brauchen wir. Es waren bestimmt nicht die letzten gewesen sein. Das wow, wer ist das? Sie kennen ihn nicht? Sind Sie neu? Das ist der, der uns träumt. Also, er träumt nicht nur uns, er träumt alles. Alles hier. Nein, ich träume gerade. Ich schlafe. Ist das nicht mein Traum? Oh ja. Okay. Klar. Sehen Sie es ein. Sie sind nur ein Traum. Ich bin ein Traum. Sie sind ein Traum. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Ah, ne. Ich bin sicher, dass ich träume. Ich bin gerade am Lesen, ja. Old Gods of Asgard, die Ranger Rock Tour. 1975, der Zorn der Götter wird kommen. Ja, Seattle, Bakersfield, Long Beach. Okay. Ja, nice. Haben wir hier vielleicht was vergessen? Nein. Aha. Naja, da kommt doch schon wieder ja. Ha? Geh mal weg. Ah, du noch. Ach ne, hier lang muss ich. Ich glaube, wir könnten hier nur hier. Thank you.
Okay, da kommen ja einige gleich wieder. Oh Mann, ey. Echt. Okay, kann man auch so machen. Okay. Komm her hier. Lad mal fix nach. Komm her. Ich muss ja erstmal springen und machen und tun. Ja, der hat mich noch gekriegt. Genau, wie schnell war denn der? Niemals. Der cheatet die Drecksau! Okay. Okay, und lass. Hau. Einfach ab, Junge. Alter Schwede, ey. Das ist ja anstrengend mit den Leuten hier. So, machen wir hier und nehmen dann noch das Auto weg. Und dann, liebe Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euch einen schönen Tag. Tschüss.